Die derzeitige Situation am Immobilienmarkt ist durch Unsicherheit geprägt. Unsicherheit wirtschaftlicher Art, Unsicherheit Inflation, Unsicherheit Arbeitsplatz eigener. Man liest immer wieder die Probleme, ja. Wird die intelligente, die IK, ja, wird die Arbeitsplätze bringen, Kosten, ja. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und dementsprechend, es gibt Berichte, die Großzahl der Berichte ist von den derzeitigen Kollegen, dass sie eine Einbuße an Immobilien haben. Kollegen, die sich nur mit Luxusliegenschaften beschäftigen, die haben zum Beispiel keine Einbuße. Da ist die ganze Situation unberührt. Das geht immer. Aber die Massenbauwerke sozusagen, die Wohnungen, die kleinen Einfamilienhäuser. Und sogar bei den kleinen Einfamilienhäusern gibt es Unsicherheiten. Wenn Sie wissen, in Deutschland wurde zwecks sparsamen Umgang mit Grund und Boden der Bau von Einfamilienhäusern, wenn schon nicht ganz verboten, so teilweise sehr stark eingeschränkt. Also hier gibt es zum Beispiel momentan noch einen Run, diese Häuser zu kaufen, bevor es Ärger wird. Aber das ist auch nur bedingt lokal und nicht allgemeine Aussage möglich, dass es einen Run auf Einfamilienhäuser gibt. Oder wie schaut es bei uns aus? Ja, immer mehr Leerstand in den kleinen Gemeinden am Rande in der Entfernung. Man müsste viel mehr die Nachnutzungen beachten, dass man die wieder irgendwie reaktiviert. Und sei es als Zweitwohnungen noch besser, als wenn sie verfolgen. Fahren Sie in Urlaub mal in die Toskana und so weiter, wieder die Häuser, die abgesiedelt wurden, weil die Leute keinen Arbeitsplatz dort haben, wie die verfallen. Ja? Wollen wir das bei uns auch? Das sind die Probleme, die man nicht überlegt hat. Mhm. Bauernhäuser, die optimal sind. Ja? Es kommt zu einer Zusammenlegung von Landwirtschaften. Die alten Bauernhäuser, der braucht nur eines, der Bauer. Das zweite, das kann er nicht nützen. Vermieten dürfte er es auch nicht, nach den Grundverkehrsgesetzen, wo das keine landwirtschaftliche Vermietung wäre. Er kann es nicht verkaufen. Wie gern würde jemand aus der Stadt das kaufen und auch nützen? Er kriegt keine grundverkehrsbehördliche Genehmigung. Vielleicht mit ein paar Quadratmeter Grund rundherum. Ja? Bauernland in Bauernhand. Alles, was man extrem auslegt, führt nicht zu Erfolg.